Tagesordnungspunkt 9 und rufe auf Tagesordnungspunkt 10. Für die, die es interessiert, wir haben noch 21 Tagesordnungspunkte für heute vorgesehen. Also wir haben noch einiges miteinander vor. Tagesordnungspunkt 10, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 9593. Ohne Wahl keine Demokratie, das Wahlverfahren des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit muss für alternative Kandidaten geöffnet werden. Ich öffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Herrmann das Wort. Bitte schön. Herr Präsident. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Entschuldigen Sie noch einen kleinen Augenblick, Herr Kollege Herrmann. Ich werde gerade darauf hingewiesen, dass aufgrund der technischen Probleme unseres Systems auch das Display mit der Redezeit am Rednerpult nicht mehr funktioniert. Auch für die kommenden Rednerinnen und Redner deshalb der Hinweis, lassen Sie sich nicht irritieren, wenn Ihre Redezeit bei Null steht. Wir werden, sind ja alle mit Hightech-Stoppuhren ausgerüstet, wir werden versuchen, sekundengenau die Redezeit nachzuhalten und Ihnen dann den Hinweis geben, wenn sie vorbei ist. Herr Kollege Herrmann. Ich warte dann auf Ihre vertrauensvollen und zurückhaltenden Hinweise. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer zu Hause im Stream. Eine Wahl ohne Alternativen ist keine Wahl und eine Demokratie ohne Wahl ist keine Demokratie. So kurz und prägnant lässt sich das Problem der Bestimmung des Kandidaten zum Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen fassen. Und ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass es dabei nicht nur um ein Demokratiedefizit im Wahlprozess selbst geht, sondern auch um die negativen Auswirkungen, die das aktuelle Verfahren auf den Datenschutz in unserem Land hat. Das Amt des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit soll und muss unabhängig sein. Unabhängig und mit höchster Kompetenz und frei von Rücksichtnahmen und Abhängigkeiten die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz bei den öffentlichen Stellen im Land wahrzunehmen. Eine weitere Aufgabe des Landesbeauftragten ist die Sicherstellung des Rechts auf Information für die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen. Unabhängigkeit ist auch hier unbedingte Voraussetzung. Die Unabhängigkeit kann aber infrage gestellt werden, wenn die Landesregierung die einzigste Institution ist, die die Person, die sie nachher kontrollieren soll, selbst vorschlägt. Im Sinne der Gewaltenteilung muss also eine deutliche Trennung zwischen der Exekutive und dem Amt des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit vorgenommen werden. Und wie sich die Situation hier in Nordrhein-Westfalen diesbezüglich präsentiert, mutet nahezu grotesk an. Denn die Trennung ist hier nur eine vermeintliche. Bei der Wahl des LDI handelt es sich schlichtweg nicht um eine Wahl, sondern um einen rein formalen Akt, der lediglich dazu dient, dem Prozess nach außen hin einen demokratischen Anstrich zu geben. Blickt man hinter die Fassade, bleibt allerdings vom schönen Schein nicht mehr viel übrig. Wird, wie aktuell von der Landesregierung praktiziert, nur ein Kandidat bzw. eine Kandidatin für den Posten des LDI nominiert, so ergeben sich daraus gleich mehrere Probleme. Zum einen fehlt es im Vorfeld der vermeintlichen Wahl dann an der Entfaltung eines Diskurses, der sich ergeben würde, wenn verschiedene Kandidaten ihre Ideen und ihre möglichen Ausrichtungen des Amtes diskutieren und präsentieren müssten. Kurz gesagt, es fehlt an Öffentlichkeit und damit an Transparenz. Herr Minister Jäger, hören Sie bitte zu, denn da haben Sie ja immer Nachholbedarf. Deshalb sage ich es Ihnen nochmal, Öffentlichkeit und Transparenz sind beides grundlegende Elemente der Demokratie. Zum Zweiten wäre durch eine öffentliche Ausschreibung und eine entsprechende Anhörung potenzieller Kandidaten auch ein wichtiger Schritt im Sinne der Qualitätssicherung getan. Nur ein solcher Prozess ermöglicht es, den sowohl fachlich als auch bezüglich seiner Persönlichkeit besten Kandidaten für das Amt des LDI zu finden. Im Sinne einer qualitativen Auswahl wäre es also auch für die Landesregierung wünschenswert und notwendig, den Prozess zu öffnen
statt sich als allein vorschlagsberechtigte Partei schlichtweg dem Verdacht auszusetzen, verdienten Mitarbeitern einen Posten zukommen zu lassen. Ganz explizit möchte ich an dieser Stelle betonen, dass es mir hier bereits um das Verdachtsmoment geht, welches vermieden werden muss. Ich möchte diesen Einsatz also keineswegs als konkreten Vorwurf oder gar Kritik an der Qualifikation der aktuellen Kandidatin Frau Block verstanden wissen. Es geht mir an diesem Punkt einzig um rein inhaltliche Kritik am Auswahlverfahren und nicht um irgendeine irgendwie geartete Kritik an der Person. Ganz deutlich. Zum Dritten handelt es sich bei der sogenannten Wahl des LDI im eigentlichen Sinn gar nicht um eine Wahl. Der Definition nach handelt es sich bei der Wahl um die Möglichkeit der Entscheidung zwischen zwei oder mehreren Alternativen. Eine Alternative sieht die Landesregierung allerdings im vorliegenden Fall gar nicht vor. De facto handelt es sich also nicht um eine Wahl, vielmehr ist das Verfahren nach dem Motto friss oder stirb. Es geht hier nur um die Ernennung des eigenen Kandidaten, ohne Rücksicht auf die Grundprinzipien der Demokratie, und dieser Umstand ist nicht hinnehmbar. Daher wollen wir Piraten eine Demokratisierung dieses Prozesses erreichen und fordern dazu eine Öffnung des Amtes mit Einbindung des Landtags bei Auswahl und Vorschlag der Bewerber. Ich freue mich auf Ihre Anmerkungen zu unserem Antrag und auf die Beratung im Ausschuss. Danke schön. Vielen Dank, Herr Herrmann. Das war eine Punktlandung ohne Uhr. Herzlichen Glückwunsch. Wir werden noch Orden verteilen. Herr Stotko ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion. Mal gucken, ob er das auch hinkriegt. 5 Minuten. So lange brauche ich nicht. So gefühlt. Ja? Bitte schön. Besten Dank, Herr Präsident. Ich werde mir alle Mühe geben, die Zeit nicht zu benötigen. Herr Kollege Herrmann, eigentlich wollte ich es ganz kurz machen, aber eins kann ich hier so nicht stehen lassen. Erst zu behaupten, es würde der Eindruck entstehen, verdiente Mitarbeiter würden einen solchen Posten bekommen, und zwei Sätze später zu sagen, so habe ich es aber nicht gemeint. Ich finde das eine bodenlose Frechheit gegenüber der Kandidatin, auch gegenüber dem Verfahren. Man kann sich hier über das Verfahren selber unterhalten. Aber Leuten zu unterstellen, sie seien etwas oder würden etwas nur werden, weil sie irgendwie ein... Also das kann nicht sein. Tragen Sie das mit Frau Block aus? Ich sage Ihnen mal zu Ihrem Antrag selber. Erstens, wie kommen Sie auf die Idee, das sei undemokratisch, wir hätten keine Wahl? Genau die haben wir doch hier. Und wer, wenn nicht Sie, die Piraten, wüsste es besser, dass dieses Parlament, wenn jemand einen Vorschlag macht, den er nur alleine machen darf, damit im Parlament nicht durchkommt, was das Thema Landtagspräsidium angeht. Natürlich kann dieses Parlament entscheiden und sagen, der Vorschlag der Regierung gefällt uns nicht. Das steht uns allen frei. Wir haben eine Auswahl, das ist Demokratie. Als Zweites, wenn Sie so einen klugen Vorschlag machen, wir sollen irgendwelche Gesetze ändern, gebe ich Ihnen ein bisschen Nachhilfeunterricht. Wenn, dann muss die Verfassung geändert werden. In der Verfassung steht, dass das Vorschlagsrecht bei der Landesregierung und das Wahlrecht beim Parlament liegt. Das steht bisher in Ihrem Antrag nicht. Im Rahmen der weiteren Beratung können wir das ja noch mal diskutieren. Gucken Sie mal nach. War jetzt eine kleine Hilfestellung für Sie. Aber als Drittes will ich Ihnen ganz deutlich sagen, ich glaube fest daran, dass dieses Parlament, auch wenn nur ein Vorschlag hier ins Parlament kommt, durchaus entscheiden kann, ob jemand qualifiziert, geeignet und auch im Sinne einer Kontrolle der Exekutive selber sein Amt wahrnimmt. Ich sage Ihnen das ganz deutlich, das gilt für die Vorgänger, das gilt für den Amtsinhaber und das gilt für Frau Block. Wir werden Ihr Vorhaben, wie Sie hören, deutlich ablehnen. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stotko. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Sieweke. Die Probleme sind deutlich gemacht worden mit unserer Anlage heute Abend hier. Vielleicht ist das ja auch ein bisschen Motivation, dass man diese 5 Minuten dann nicht unbedingt... Brauche ich nicht. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Stotko hat einiges schon dazu gesagt. Über das Verfahren kann man sich sicherlich mal unterhalten. Sie hatten ja auch den Antrag im Innenausschuss gestellt, beispielsweise, dass die Kandidatin sich vorstellt. Das haben wir abgelehnt, weil es dieses Verfahren überhaupt nicht so vorsieht. Aber kann man kräftig auch in diesem Zusammenhang noch mal darüber sprechen. Herr Schottko hat es angesprochen. Artikel 77a Absatz 1 unserer Verfassung sagt aus, der Landtag wählt auf Vorschlag der Landesregierung einen Landesbeauftragten für den Datenschutz mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder. Sie müssten also die Verfassung ändern, 2/3 dieses Hauses für sich gewinnen und schon ist Ihr Vorschlag in die Tat umgesetzt worden. Das hätte dann keines Antrages heute bedurft. Aber eins möchte ich Ihnen auch sagen. Wir haben parteiübergreifend hier jedes Mal, wenn der Landesdatenschutzbeauftragte hier seinen Bericht vorgestellt hat, die hohe Kompetenz des Beauftragten hier gewürdigt, und zwar über die Parteigrenzen hinweg, unabhängig.
Und das, was Sie eben gerade getan haben, sagen Sie auch dem bisherigen Amtsinhaber gegenüber aus, dass er einen Verdacht hat, dass er nicht unabhängig davon hat. Denn auch der bisherige Amtsinhaber ist auf Vorschlag der damaligen Landesregierung vorgeschlagen worden. Ich glaube, dass Sie sich gerade da auf ein Glatteis bewegt haben, wo wir alle nicht hinwollen. Alle Landesdatenschutzbeauftragten waren bis jetzt unabhängig und die zukünftigen werden es auch sein. Und ich hoffe, dass wir in diesem Verfahren so weitergehen können. Über das Verfahren an sich können wir gerne auch noch mal im Innenausschuss sprechen. Aber diesen Verdacht finde ich unerhört. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Siebeke. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht der Kollege Bolt. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, angesichts des Zeitverlaufs möchte auch ich es relativ kurz halten, Kollege Herrmann. An einer Stelle muss ich allerdings auch noch einen Punkt von Ihnen aufgreifen. Sie haben wozu ist der LDI eigentlich da? Wofür hat er eigentlich eine Aufsichtsfunktion? Sie haben das hier so dargestellt, als sei die Hauptkompetenz oder die Hauptfunktion des LDI liege darin, die Landesregierung zu überwachen. Das ist nicht seine einzige Funktion, die Datenschutzaufsicht für den öffentlichen Bereich, sondern natürlich übt der LDI die Datenschutzaufsicht auch für den privaten, für den nicht öffentlichen Bereich aus. Das tut er bzw. sie in vollständiger, in tatsächlicher Unabhängigkeit. Genau das war das Ziel unseres Gesetzgebungsvorhabens 2011, wo wir für die vollständige Unabhängigkeit gesorgt haben. Damals genau dieses Thema öffentlicher, nicht öffentlicher Datenschutz im Übrigen eine der größten Hürden in der Umsetzung des EuGH-Urteils, dafür zu sorgen, dass ein dann vollständig unabhängig gesetzter LDI auch diese Aufsichtsfunktion vollständig wahrnehmen kann. Ich glaube, das haben wir gut organisiert damals und wir haben den LDI gestärkt in seiner Unabhängigkeit und auch in seiner Ausstattung. Und wir tun das weiter. Auch das ist gut so. Und vielleicht, weil Thomas Stoltko gerade ein Beispiel dafür gewählt hat, wo natürlich Wahlgänge nicht immer so ausgehen, wie sich die Kandidierenden das wünschen. Ein anderes Beispiel aus Schleswig-Holstein. Da gibt es eine funktionierende parlamentarische Mehrheit. Da gab es einen Kandidaten, der in der deutschen Datenschutzszene hochprofiliert ist, hochprofiliert ist und der ist trotz alledem nicht gewählt worden. Insofern finde ich es auch falsch, hier davon zu sprechen, es gäbe überhaupt keine Demokratie. Sie können sich am Freitag entscheiden. Für Debatten über Verfahrensfragen kann man jederzeit darüber reden. Die Kollegen haben aber gesagt, in welchen Restriktionen wir uns da bewegen. Insofern schauen wir mal, was die Ausschussdebatte so bringt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die Fraktion der FDP spricht der Kollege Wedel. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der zu beratende Antrag der Piraten verkennt evident, dass Rechtsgrundlage des Vorschlagsrechts der Landesregierung für den Landesbeauftragten für Datenschutz nicht allein das Landesdatenschutzgesetz NRW, sondern nicht weniger als die Landesverfassung ist. Kollegen Stoltko und Siebeke haben auf Artikel 77a Absatz 1 der Landesverfassung bereits hingewiesen. Bezeichnend ist, dass derzeit eine Verfassungskommission hier im Landtag arbeitet, in der alle Fraktionen einschließlich der Piraten vertreten sind. Und die Piraten dort bis zum heutigen Tag dieses Thema mit keiner Silbe angesprochen oder Änderungsbedarf an Artikel 77a Absatz 1 der Landesverfassung geltend gemacht haben. Deshalb kann Ihr Antrag nur als unausgegorener Schnellschuss bewertet werden, dem es an rechtlicher Substanz fehlt. Meine Damen und Herren, anders als § 22 Absatz 1 Satz 1 Bundesdatenschutzgesetz und auch als § 5 Absatz 1 Satz 1 des Bundesrechnungshofgesetzes kennen Artikel 87 der Landesverfassung und § 3 Absatz 1 Satz 1 Landesrechnungshofgesetz dagegen kein entsprechendes Vorschlagsrecht der Landesregierung zur Wahl des Präsidenten des Landesrechnungshofs. Trotzdem gab es zuletzt nur eine Kandidatin. Somit führt die Abschaffung des Vorschlagsrechts der Landesregierung oder die Einführung neuer Vorschlagsrechte der Fraktionen nicht zwingend zu mehr Kandidaten. Und eine Wahl wird auch nicht zwingend demokratischer, wenn aussichtslose Kandidaten als Statisten der Wahl einen Rahmen geben, aber chancenlos gegen die von den Mehrheitsfraktionen verabredeten Kandidaten sind.
Natürlich ist die Möglichkeit, einen gemeinsamen Gegenkandidaten zu stellen, nicht verkehrt, bedürfte aber eben einer Verfassungsänderung mit Zweidrittelmehrheit. Der führende Kommentar zur Landesverfassung Holz-Schönenbrücher weist zu Recht auf die zutreffende Einschätzung der FDP-Fraktion in Person des Abgeordneten Heinz in der 8. Legislaturperiode hin, die Ansiedlung und Bestellung des LDI sei eher nebensächlich. Bedeutsamer für seine bzw. ihre Unabhängigkeit dürfte im Ergebnis dessen Person sein. Die Gewährleistung der Unabhängigkeit der Landesdatenschutzbeauftragten soll die wirksame und zuverlässige Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sicherstellen. Der EuGH hatte eine unmittelbare und mittelbare Einflussnahme auf die Funktion des LDI als kritisch angesehen und die völlige Unabhängigkeit gefordert, wie sie nun in NRW umgesetzt ist. So wird die Leitung der Kontrollstelle des Landesdatenschutzbeauftragten vom Parlament bestellt. Zum anderen hat der Gesetzgeber die Kompetenzen der Kontrollstelle festgelegt. Der EuGH hat zudem in seinem Urteil zur Unabhängigkeit von behördlichen Datenschutzbeauftragten betont, dass bereits die bloße Gefahr einer politischen Einflussnahme der Aufsichtsbehörden auf die Entscheidungen der Kontrollstellen ausreicht, um deren unabhängige Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinträchtigen. Zum einen könnte es einen vorauseilenden Gehorsam der Kontrollstellen im Hinblick auf die Entscheidungspraxis der Aufsichtsstellen geben. Zum anderen erfordere die Rolle der Kontrollstellen als Hüter des Rechts auf Privatsphäre, dass ihre Entscheidungen, also sie selbst, über jeglichen Verdacht der Parteilichkeit erhaben sind. Sicher erscheint danach der jetzige Wahlvorschlag der Landesregierung in Form einer Person aus der unmittelbaren beruflichen Nähe des später zu kontrollierenden Innenministers ebenso wie der derzeit regelmäßig stattfindende Personalaustausch des LDI mit dem Ministerium, sprich Rotation, nicht von vornherein problemfrei. Ist formalrechtlich aber bisher nicht als der von Artikel 28 der Richtlinie 95/46 geforderten völligen Unabhängigkeit nicht genügend bewertet worden. Eine Emanzipation von bisherigen Loyalitäten und alten Verbindungen wird somit notwendig sein, um das Amt einerseits mit der notwendigen Verbindlichkeit und andererseits im Konfliktfall mit dem erforderlichen Nachdruck für den Datenschutz ausfüllen zu können. Innere Unabhängigkeit, meine Damen und Herren, kann aber nicht verordnet, sondern muss gelebt werden. Darauf werden wir als Freie Demokraten ein wachsames und kritisches Auge haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wedel. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will es auch kurz machen. Eigentlich ist es unüblich, dass die Landesregierung in Fragen der Landesverfassung des Parlaments überhaupt Stellung bezieht. Ich will das doch tun, weil ich finde, dass dieses Parlament sich nicht unnötig klein machen sollte. Das Parlament wählt auf Vorschlag die Ministerpräsidentin, 4 Richter des Landesverfassungsgerichtes, den Landtagspräsidenten. Ich habe das Gefühl, Herr Herrmann, dass Ihre Fraktion diesen Antrag ausschließlich aus taktischen Gründen einbringt und morgen möglicherweise, oder am Freitag, glaube ich, ist die Wahl, mit Hinweis auf das aus Ihrer Sicht vermeintlich undemokratischen Verfahrens eine Person nicht zu wählen, die Sie gerade als verdiente Mitarbeiterin bezeichnet haben. Ich will Ihnen zugutehalten, wenn Sie diese verdiente Mitarbeiterin definieren als verdient durch Erfahrung und Kompetenz, will ich Ihnen das durchgehen lassen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Aussprachen. Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages Drucksache 9593 an den Innenausschuss. Die abschließende Abstimmung soll dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11, Antrag der